Wir schauen uns die Aufgabe 21 an. Da haben wir ein Tangram gegeben. Zunächst sollen Sie das Tangram ausschneiden und weitere flächengleiche Figuren legen. Im Teil B sollen Sie entsprechend ein Dreieck aus den gegebenen Figuren legen, jeweils, und in C die Folgerung ziehen. Sie kennen vielleicht dieses Tangram in genau der gleichen Farbe. In Holz gibt es als Kinderspielzeug. Das habe ich Ihnen mitgebracht und da können wir wirklich entsprechend die einzelnen Teile verschieben. Wir fangen an mit der Teilaufgabe A. Wir legen weitere flächengleiche Figuren. Hier haben wir nochmal das Tangram. Und wir legen folgende Figur. Alles aneinander, damit es richtig passt. Und Sie sehen, wir haben einen Schwan gelegt. So, wir legen aus dem Schwan eine weitere zu dem Tangram flächengleiche Figur, zu dem Quadrat. Wir ordnen einfach um. Und Sie sehen, wir haben einen Fisch erhalten. Dieser Fisch ist natürlich flächengleich wie das entsprechende Quadrat. Nächste Figur. Wir ordnen wieder um. Und auch dieses Pferd ist flächengleich zum ursprünglichen Quadrat. Und wir ordnen das Pferd wieder um. Also die einzelnen Teilfiguren bringen wir in eine neue Ordnung und bauen uns eine Brücke. So, und diese Brücke ist selbstverständlich auch wieder flächeninhaltsgleich zu diesem ursprünglichen Quadrat.